Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ich möchte Sie alle willkommen heißen zu unserem Gottesdienst und Ihnen eine gesegnete Andacht wünschen. Wir freuen uns, dass der Chor wieder singt. Und ich glaube, da ist eine kleine Änderung. Ihr werdet schon singen vor der Predigt das zweite Mal, weil die Fee wieder weg muss. Heute in diesem Gottesdienst werden wir unseren Gemeindekirchenrat einführen. Später werden wir sie hier vorbitten nach der Predigt. In dieser Woche sind die folgenden Veranstaltungen. Am Montag sind die Deckennäherinnen zusammen und da werden immer noch Leute gebraucht. Ihr müsst mal hier drüben schauen, wie viel Decken die schon genäht haben, aber dann wisst ihr ja, wie viel Not überall in der Welt sind, wie jetzt wieder in Afghanistan, so ein furchtbares Erdbeben und so. Und da sind die Decken dafür bestimmt, die werden dort reingeflogen, nicht, dass die Leute eine erste Versorgung haben und auch erfahren, dass andere Leute in der Welt an sie denken und sich um sie kümmern möchten. So, Deckennähen ist jetzt in den nächsten Wochen montags von 10 Uhr morgens bis um 3 Uhr nachmittags und da ist dann Lunch, die Leute bringen sich ihre eigene bisschen Lunch mit. Am Dienstag und Donnerstag ist die Vorschule um 9.15 Uhr, am Dienstagmorgen auch kommt der Mütterkreis zusammen, am Dienstagabend die Chorprobe und am Donnerstagabend Konfirmandenstunde um 7 Uhr. Nächsten Sonntag Gottesdienste zur gewohnten Zeit, im englischen Gottesdienst auch mit Feier des Heiligen Abendmahls. Ich habe ja vorigen Sonntag angesagt, dass ich am Dienstag Gerichtstermin hatte für eine Frau von unserer Kirche, die so zwischen die Cracks gefallen ist und ist ihr viel Unrecht getan worden. Ich kann nur so viel sagen, dass der Richter die Urteilsverkündigung noch aufgeschoben hat, aber er hat am Schluss gesagt, my heart leans towards you, Pastor Wilhelm, and my sympathy is on your side, I feel that. Aber er sagt, da ist natürlich immer auch das Gesetz, und das er beachten muss, und ob er da drum rumkommt oder wie er das auslegen kann, so die Sache ist noch völlig in der Luft. Und wenn sie in der ersten Instanz nicht durchgeht, dann wird sie automatisch appealed werden. Und dann wird Hardball gespielt. Bis jetzt haben wir nur Softball gespielt. Denkt bitte daran weiterhin. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wir versuchen ja etwas für den Schutz, für alle, die sich nicht schützen können. Das geht nicht nur um die Frau Martha Mattisch, das geht um alle, die so leicht ausgenutzt werden könnten. Und da wollen wir helfen, dass das besser wird. Ich danke allen, die daran gedacht haben und auch in ihrer Fürbitte hinter uns standen. Und schließlich, es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, aus unserer Gemeinde abzurufen, Frau Adele Obrock im Alter von 83 Jahren, die nach langem Leiden und Auszehrung von Krebs gestorben ist. Eine sehr tapfere Frau und eine sehr freundliche Familie. Und wir haben gestern die Beerdigung gehalten und die Beisetzung war auf dem Holy Cross Cemetery. Und schließlich noch für die Krankenhausliste im Grey Nun Krankenhaus ist Willy Knodel. Er war gestern Abend noch in Emergency mit Lungenentzündung. Und im Glenrose Hospital ist Frau Anna Rech, die nicht recht mehr auf die Beine kommt und die sie wieder etwas aufbauen wollen dort. Anna Rech in Glenrose. Und Willy Knodel im Grey Nun. So, und nun wollen wir den Gottesdienst beginnen mit dem ersten Lied. Liebster Jesu, wir sind hier, Nummer 127.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn. Da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihnen Gebet und Loblied anzurufen, so lasst uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe, dass wir mit lauterem Herzen und in reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott der Herr. Amen. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckte mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wer es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit so in der Höhe
Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, erhöre die Bitten deines Volkes. Und ob wir wohl um unserer Sünde willen Strafen verdient haben, so errette uns doch in Gnaden um deines herrlichen Namens willen, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Lesung zum heutigen Sonntag finden wir im Buche des Propheten Jesaja, im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Das Jahr, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim stunden über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufs, und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund und sprach: Siehe, hiemit sind deine Lippen gerührt und deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret's und versteht's nicht, seht's und merkt's nicht. Verstockt das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren hart sein und ihre blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis dass die Städte Wüste werden ohne Einwohner, und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz wüst liegen. Denn der Herr wird die Leute ferne wegtun, dass das Land sehr verlassen wird. Und ob noch das 10. Teil drinnen bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie eine Eiche und eine Linde, von welchem beim Fällen noch ein Stamm bleibt, ein heiliger Stamm wird solcher Stamm sein. Die Epistel finden wir im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt, es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben sei, und dass er aufgestanden sei am 3. Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr denn 500 Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als eine unzeitige Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, also predigen wir und also habt ihr geglaubt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja.
Nun hört das Evangelium für diesen Sonntag. Wie es aufgeschrieben steht im Evangelium des Lukas im 5. Kapitel am Anfang. Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, dass er stand am See Genezareth und sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in der Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, dass es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen, und sie winkten ihren Gesellen im anderen Schiff, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihm ein Schrecken angekommen und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. Dies ist das Evangelium des Herrn. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte aus der ersten Lesung der Berufung des Jesaja im Tempel von Jerusalem noch einmal einige Verse lesen. Und die Engel riefen einer zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Und ich sprach, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Aber der Herr rief, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Herr Gott, himmlischer Vater, deine Herrlichkeit ist unbeschreiblich und deine Heiligkeit verzehrt die Menschen. O Herr, bewahre uns davor, dass wir vor dir vergehen. Heilige uns und berühre unsere Lippen, dass wir bereit sein und fähig werden, in deinem Dienst zu stehen. In Jesu Namen. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, heute in diesem Gottesdienst werden wir unsere Kirchenältesten vorstellen, wie wir das jedes Jahr machen. Und wir sind ganz froh, dass wir diesmal auch drei Damen dabei haben. War schon manchmal ein bisschen peinlich, dass kaum Frauen auf dem Kirchenrat waren. Aber jedes Jahr scheinen wir dieselben Probleme zu haben, Leute zu finden, die bereit sind, zu dienen in dieser Funktion der Leitung der Gemeinde. Ihr wisst ja, früher war das alles dem Pastor überlassen. Der Herr Pfarrer hat die Gemeinde geleitet, nicht wahr? Aber das ist alles sehr anders. Heute bin ich nur ein Angestellter. Und die Gemeinde wird geleitet vom Präsidenten. Und das ist der Vorsitzende des Kirchenrates.
Und jeder einzelne Kirchenälteste hat mehr zu sagen als ich. Aber nun überlegt euch selbst einmal, wenn das so wäre, dass der Pastor die Show macht und alles entscheidet und alles tut, dann wäre das ja ein Verhältnis zwischen dem Pastor und der Gemeinde wie zwischen einem Vater und den Kindern. Nun, ihr seid schon ziemlich alte Kinder für meine Verhältnisse. Aber immerhin, das wäre dann so ein Verhältnis. Und stellt euch vor, ein Vater hätte 1000 Kinder. Das ist ja unmöglich. Mir haben die 4 gereicht, die ich großgezogen habe. Manchmal denkt man lieber einen Sack Flöhe hüten als 4 Kinder. Aber jetzt stellt euch 1000 vor. Und das geht gar nicht. Vielleicht müssten wir dann einfach mehr Pastoren haben, wenn man will, dass die Pastoren das alles entscheiden und alles machen und keiner möchte auf den Kirchenrat. Nicht lange nachdem wir nach Kanada gekommen waren, war ich in den Vereinigten Staaten auf einer Konferenz. Und ich machte einen kleinen Seitentrip nach New York, um mir einmal diese 8 Millionen Stadt anzusehen. Und natürlich bin ich da auch so in Manhattan gewesen, Fifth Avenue und an der Wall Street, um mir die Stock Exchange anzusehen, was da alles los ist. Und da, wo die Wall Street auf die Fifth Avenue mündet, da steht eine große Kirche. Nun, die sieht gar nicht so groß aus, weil die Wolkenkratzer rechts und links hochgehen. Aber immerhin, sie ist ein imposantes Gebäude. Aus Sandstein gebaut und weil es dicht am Wasser ist, sind die Sandsteine ganz schwarz geworden von der vielen Feuchtigkeit. Und so hat sie etwas Drohendes und Trotziges, wie diese Kirche da steht. Das ist die Trinitatiskirche, Trinity Church. Und die habe ich mir angeschaut. Und da lag auch hinten allerhand Material über diese Gemeinde und auch das Gemeindeblättchen. Und da war, wie das auch bei uns ist, so eine Art Briefkopf und eine Liste von den Angestellten dieser Gemeinde. Und da sagte es, dass in dieser Gemeinde angestellt seien 342 Ministers, Priester. 342 Priester in einer Kirche. Nun, wow, ich habe gedacht, das ist ja ganz enorm, das ist ja kaum zu glauben. Aber dann ist es ja auch eine große Stadt. Und wenn diese Kirche eine Aufgabe hat für die ganze Stadt von 8 Millionen, was sind dann 342 Pastoren oder Priester? Wenn sie den Outreach machen und überall hingehen und wollen helfen hier und da und wollen Menschen zusammenbringen und wollen Boten Christi sein, was ist das unter so viele? Aber dann habe ich mir überlegt, wie will die Gemeinde denn all die Gehälter zahlen für 342 Pastoren? Dachte ich, na ja, die Stock Exchange ist ja next door. Vielleicht haben sie einen Deal mit denen, dass die ihnen immer Geld geben, dass die sie alle bezahlen können. Aber wie ich dann weitergelaufen bin, dann habe ich doch etwas nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, was das wohl heißt, dass diese Kirche 342 Minister hat. Das heißt ja nichts anderes, als dass diese Kirche 342 Mitglieder hat und jeder ist im Dienst des Herrn. Und nicht einer steht da und sagt, das sind andere, die können das tun, sondern jeder ist ein Helfer. Jeder hat den Ruf gehört, wen soll ich denn senden und folge mir? Und sind gefolgt. Martin Luther hat nicht viel gehalten von Priestern und Heiligen und Pastoren. Er hat solch einen schwarzen, lausigen Kittel angezogen und gesagt, das ist alles, was ich haben will. Ich möchte mich nicht putzen wie ein Pfau und wie ein Pfaff. Denn ich bin nichts anderes als alle anderen. Sie sind alle sind sie Priester vor Gott.
Später haben die Lutheraner daraus die Lehre vom allgemeinen Priestertum gemacht. Und dass jeder kann Gott anrufen und kann ein heiliges Erlebnis haben und kann Zeugnis ablegen und oftmals viel erfolgreicher zu jemandem sprechen, ihm trösten, ihm helfen, als vielleicht einer kann, der im ordinierten Ministry ist. Nun, meine lieben Freunde, wenn unsere Gemeinde mit 1100 Mitgliedern oder wenn man an die Konfirmierten schauen, dann sind es vielleicht 785 Mitglieder von den Konfirmierten. Wenn wir in einer Stadt von 600.000 alle im Dienst des Herrn sind, welch ein Segen möchte auf die Stadt Edmonton kommen. Und welch eine Kraft des Zeugnisses möchte sich hier auswirken. Man macht heute viel Aufsehens von den Volunteers in Schulen, im Kranken- oder Gesundheitswesen und in den Community Leagues und ist auch wunderbar, was eine Stadt wie Edmonton da leistet. Wie viel freiwillige Arbeit getan wird. Aber jetzt stellt euch vor das Potenzial der Kirchen. Wenn all die Mitglieder, und wie viele Kirchen sind hier auf diesem Stückchen, 14 Kirchen, wenn all die Leute, die nur zu diesen 14 Kirchen gehörten, Jünger Jesu sind, gesandt hin in jede Ecke, mit offenen Augen den Bedarf und die Not zu sehen, in Freud und Leid da zu sein. Wenn wir nur eins tun würden, stellt euch vor, wir würden uns heute einmischen in die Debatte um die VLT-Maschinen, diese Slot-Machines, die so viel Elend über gerade die ärmere Bevölkerung bringen, die da nichts anderes kennen als das Reinstellen, reinstecken und denken, jetzt wird das Glück kommen, bis sie ganz gehuckt sind und ganz verarmt. Wenn wir nur da unsere Stimme erheben möchten und möchten etwas tun, welch eine Kraft das wäre. Aber nun muss ich ja etwas sagen, wie geht das mit der Berufung zu? Wie wird man denn so ein Priester und Pastor, so ein Helfer im Reich Gottes, so ein Jünger Jesu? Heute Morgen haben wir drei Beispiele gehört. Einmal von Jesaja, dann von dem Petrus und dann auch von Paulus. Alle drei sind berufen worden und haben es direkt gehört und haben eine Vision gehabt und bei allen dreien ist es wunderbar zugegangen, überirdisch zugegangen. Sie haben ein Erlebnis gehabt, das sie entweder auf die Knie oder aufs Gesicht geschmissen hat und sie waren ganz weg und haben es kaum aushalten können, so viel Herrlichkeit haben sie gesehen. Überwältigendes Erlebnis. Doch alle drei völlig verschieden. Der eine im Heiligtum mit einem der größten Theophanien, Gotteserscheinungen, die überhaupt berichtet worden sind, kaum zu fassen, jenes dreifach heilig, heilig der Seraphims. Und dann wieder Petrus am See Genezareth in völlig profanen Zuständen an einem x-beliebigen Strand. Und dann Paulus berufen, von der Gegnerseite, Paulus feindselig dem Christentum gegenüber, möchte es ausrotten und ausgerechnet diesen Kerl greift sich der allmächtige Gott und macht ihn zu seinem besten Zeugen. Gott ruft seine Diener. Und nun müssen wir aufpassen, alle drei, der Jesaja, der Petrus und auch der Paulus, sind so überwältigt, dass sie erst einmal sagen, was ihr auch immer sagt. Nicht mich. Ich kann das nicht. Ich bin unwürdig. Ich bin unreiner Lippen. Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und Paulus sagt, ich habe das nie verdient, denn ich habe ja die Gemeinde verfolgt. Ich bin nicht so heilig. Alle drei erst einmal auf Distanz. Und nun kommt erst einmal die Geschichte mit Jesaja. Jesaja befindet sich im Tempel, im Heiligtum.
Müsst ihr euch vorstellen, etwa wie eine große Kathedrale, gedämpftes Licht, Weihrauch in der Luft, alte Gegenstände stehen herum, die Bundeslade vorne gedacht als der Thron Gottes mit den Engelflügeln an der Seite, das Allerheiligste dahinter, wo nur der hohe Priester reingehen kann, ein überwältigender Ort. Wie wenn man so in den Kölner Dom hineinkommt und hat das gedämpfte Licht durch die Buntglasfenster und man sieht die Altäre und die Kerzen flackern und vielleicht noch Orgelmusik im Hintergrund, das ergreift die Seele. Und da befindet sich Jesaja. Und er hat das Gefühl, er schaue den Herrn über jener Bundeslade, jenem Thron. Er beschreibt ihn nicht, aber er sieht den Saum seines Mantels, wie er durch das ganze Heiligtum wallt. Und er merkt, dass Rauch ist in dem ganzen Tempel. Und er hört die Engel singen, jenes dreifache Heilig, das wir ja auch in der Abendmahlsliturgie singen. Und er schreit und sagt, ich vergehe, ich habe den Herrn gesehen, ich bin unreiner Lippen. Und dann fliegt einer der Seraphim von dem Altar mit einer glühenden Kohle in einer Zange und berührt des Propheten Lippen und sagt, sei rein, deine Sünde ist weggenommen, du bist jetzt rein, die glühende Kohle hat das weggefressen. Und Jesaja hört den Ruf Gottes, wen sollen wir senden und wer möchte für uns gehen? Und er antwortet, hier bin ich, Herr, sende mich. Und was für ein Bote ist der Jesaja geworden? Der größte Christuszeuge im Alten Testament, von dem wir jene wunderbaren Offenbarungen haben, nicht nur für die Weihnachtszeit, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, sondern auch für den Karfreitag von dem Gottesknecht, der keine Gestalt und Schöne hatte, der wie ein Lamm war, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie würden wir ohne des Jesaja-Deutung heute das Neue Testament verstehen? Hier bin ich, sende mich. Das große Erlebnis eines Mannes, der dem Heiligen begegnet, das ihn überwältigend auf die Knie wirft. Und dann das zweite Erlebnis, Simon Petrus und wie anders es ist. Ein Beach, ein Strand, vielleicht ganz voll Steine. Einige Disteln stehen herum, etwas Schilf. Und da sitzen einfache Leute und flicken ihre Netze und waschen sie. Und selbst ihre Hosen sind geflickt. Blue-Color-Worker, nur dass sie vielleicht nicht mal einen Kragen am Hemd haben. Leute mit Schwielen an ihren Händen, weil sie hart arbeiten, um die Kinderchen zu Hause zu ernähren. Eine ganz gewöhnliche Szene. Und der Wanderprediger Jesus kommt dorthin und sieht allerhand Menschen und denkt, ich werde ihn mal etwas predigen und bittet, dass er eins der Boote benutzen kann als eine Art Kanzel. Und er fährt ein Stückchen hinaus in die Bucht, sodass er sie ganz übersehen kann und lehrt die Leute. Und als ein Dankeschön sagt er dem Petrus, jetzt werf auch mal die Netze noch raus, da wo es tief ist, und tu einen ordentlichen Zug. Und der Petrus sagt, die ganze Nacht haben wir gefischt und nichts gefangen, und jetzt in dem Sonnenschein, naja, weil du es bist, wollen wir es machen. Und fährt raus und macht den Zug seines Lebens. Als die Netze anfangen zu reißen, überwältigender Reichtum mit einem Mal für die armen Leute, sie winken ihre Kollegen, die kommen mit dem anderen Boot und füllen die Boote, dass sie fast anfangen zu sinken. Und wie sie an den Strand kommen,
bricht Petrus zusammen und sagt, Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er ist überwältigt. Aber Jesus sagt, nix da. Du bist ein Fischermann, aber von heute an wirst du Menschen fischen. Folge mir nach. Und er verließ alles und folgte ihm nach. Das ist die Berufung des Petrus. Und dann Paulus. Paulus sagt, ich bin eine unzeitige Geburt und nicht wert, dass ich ein Apostel sei, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Der hat für die KGB gearbeitet sozusagen. Der war auf der anderen Seite. Der hat Leute nach Sibirien geschafft, so würde man heute sagen, nicht? Aber damals hat er sie eben vor den Sanhedrin, den Rat der hohen Priester, gebracht. Einer, der gegen den Herrn war, ein Stachel im Fleisch. Ein, von dem man nichts erwartet hätte, ein talentierter Mensch, aber leider auf der falschen Seite. Und diesen hat sich Gott zum Werkzeug erwählt. Und Paulus hat sein Erlebnis, wie er unterwegs ist auf einer Reise nach Damaskus. Und da wird er vom Licht umleuchtet und fällt erblindet auf die Erde und hört eine Stimme. Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Und ihr wisst, was dann passiert ist und wie er eine Woche lang oder so blind gewesen ist, bis Ananias kam und hat ihm gesagt, dass der Herr ihn möchte, und da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und er wird ein Werkzeug in der Hand seines Meisters. Ich bin unwürdig, aber berufen bei der Gnade des Herrn. Und nun, meine lieben Freunde, ich denke, alle drei Möglichkeiten der Berufung sind wohl da. Es kann einer ein übersinnliches, religiöses Erlebnis haben. Schließe das keiner aus. Ich weiß, hier sind einige und allerhand Leute hier heute Morgen, die sagen würden, ja, ich erlebe das. Der Herr redet zu mir. Ich weiß, dass mein Gebet beantwortet wird. Er lässt mich wissen. Und das ist ein religiöses Erlebnis der eigenen Art. Oder es nimmt einem anderen, dass er in einer besonderen Umgebung ist, vielleicht in einer Kirche, Kathedrale oder auch in einem hohen Wald, oder dass er von dem Nordlicht so beeindruckt ist, dass er sagt, welch ein Wunder der Gegenwart der Schöpfer, des Schöpfers. Das ist möglich. Und auch das ist möglich, dass einer ein Christ wird und ein Bote Christi, wenn er im ganz anderen Lager gewesen ist. Ich habe dazu oft in Ostdeutschland Gelegenheit gehabt, das zu sehen. Dass einer, der gegen die Kirche gearbeitet ist, von Gott gegriffen wurde und wurde einer seiner Zeugen. Und das passiert in unserer Gesellschaft natürlich hier in Kanada, hier in Edmonton auch. Aber ich denke, das wahrscheinlichste Beispiel wird das sein von dem Simon Petrus aus dem profanen, dem weltlichen Bereich. Ich denke, es geht bei der Berufung in den Dienst Gottes oft ganz einfach und schlicht zu. Aber ein Wunder ist immer dabei, von dem man sich zuvor anrühren lässt. Und ich denke, wir alle erleben dasselbe Wunder, das Petrus und seine Gesellen erlebt haben. Unsere Schiffe sind voll und sinken. Wir sind eine unwahrscheinlich reiche Gesellschaft. Was der Herr uns in die Schiffe geladen hat an Gütern dieses Lebens, denkt nur zurück an eure Großeltern. Wie schlicht sie gelebt haben. Meine Großmutter noch mit einem Kienspan am Türpfosten, das war alles Licht, das sie hatten für die kurze Strecke bis ins Bett hinein, und dann musste es ausgemacht werden. Und was wir alles haben.
Wie unsere Schiffe überlastet sind, so überlastet das schon die Umwelt, die Abgase und alles gar nicht mehr tragen kann. Und kommt es uns dann nicht einmal in den Sinn zu sagen, ich bin das gar nicht wert? So viel kann doch ein Mensch gar nicht verdient haben mit seiner Hände Arbeit, als all das, was uns heute in den Schoß fällt, an Reisen, an Essen, an Kleidung, an Haus und Hof und was wir haben, an Fahrzeugen und Kommunikationsmitteln bis hin zum Computer und Internet. Ich bin es nicht wert. Und wenn einer das erst einmal merkt und so klein wird und sagt, mein Gott, wie groß bist du, was hast du mir alles geschenkt in diesem Leben, wie wunderbar und überwältigend. Dann vielleicht gehen einem die Ohren auf, ob man hört den Ruf, wen soll ich senden und wer will für uns gehen? Und dann vielleicht, wenn wir diesen Ruf hören, können wir sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und wenn wieder die Zeit kommt, dass wir Leute zum Deckennähen brauchen oder Leute zum Besuchen in den Krankenhäusern oder Leute zum Anrufen, wie es jetzt wieder der Fall ist, oder Leute, die ihren Namen stehen lassen für den Kirchenrat, dann hören wir vielleicht ein andermal den Ruf, hier bin ich, sende mich, lass mich gehen, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Aber natürlich, Brüder und Schwestern, wir sind ja nie würdig, nicht wahr? Wer ist eigentlich so heilig, dass er möchte am Abendmahl helfen? Wer ist so heilig, dass er könnte lesen in der Kirche? Aber seht, der Jesaja war in derselben Not. Und der Engel kam und nahm eine glühende Kohle vom Altar und berührte seine Lippe und machte den, der unheilig war, heilig und machte den, der unwürdig war, würdig. Und so auch wir. Wenn wir vor dem Altar knien und berühren mit unseren Lippen den Kelch des Heils und nehmen zu uns den Leib Christi und sein Blut, dann ist unsere Sünde weggenommen und dann sind wir würdig und geschickt, Boten Gottes zu sein. Dann ist ein jeder von uns ein Pastor und Priester und Helfer in der Kirche und hört den Ruf, folge mir, ich will dich zum Menschenfischer machen. Wen sollen wir senden? Und wer will unser Bote sein? Herr, mache meine Lippen rein. Ich bin hier, ich will gehen. Ich habe deine Herrlichkeit gesehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun singen wir das Lied Nummer 242. Es ist das Heil, uns kommen her und geben unsere Kollekte. Yeah.